Und jetzt werfen wir einen Blick auf den Festivalkalender 2015. Das Aus von Rock am Ring war ja ein großes Thema im vergangenen Jahr. Aber es wird stattdessen gleich mehrere neue Events geben. Außerdem dürfen sich Musikfans auf die Lollapalooza-Premiere in Berlin freuen. Mehr von Nadja Drillitsch. Aus für Rock am Ring am Nürburgring. Diese Nachricht hat im Sommer die Festivalwelt erschüttert. Die Betreiber der Rennstrecke und der Konzertveranstalter ziehen nicht mehr an einem Strang, sondern machen jetzt jeder ihr eigenes Ding und bereichern so den Festivalkalender. 2 Wochen Rockfestival Urlaub, das kann man nächstes Jahr hier in der Eifel durchaus durchziehen. Man fängt einfach hier an, am Nürburgring, letztes Maiwochenende, neues Festival, der Ring Grüne Hölle Rock. Dann marschiert man 30 Kilometer weiter in diese Richtung nach Mendig. Dorthin ist nämlich Rock am Ring umgezogen und findet nur eine Woche später statt. Andere Festivals haben aus der Standortfrage längst ein Geschäft gemacht. Das berühmte Lollapalooza, ursprünglich aus Chicago, kommt nach Südamerika, jetzt auch nach Berlin. Am 2. Septemberwochenende regiert die Mischung aus Rock, Rap, Comedy und Kunst den Flughafen Tempelhof. Und auch die belgische Tomorrowland-Familie wächst. Anfang Mai steigt die Brasilien-Ausgabe. Tickets gab es schon 3 Stunden nach Verkaufsstart nicht mehr. Bessere Chancen haben Fans des EDM-Festivals da bei der US-Version, die bis jetzt nie ausverkauft war. Und das liegt wohl mit daran, dass die Amerikaner es gewöhnt sind, wenn sie auf ein Festival gehen, im Hotel zu übernachten. Da das hier aber ziemlich abgelegen ist, mitten im Wald, kann man hier eigentlich nur campen. Und das im Flugzeug mitzuschleppen, womit die meisten angereist sind, ist ein bisschen schwierig. Probleme, die man in Split nicht hat. Dort feiert die Ultra-Festival-Reihe Mitte Juli zum 3. Mal seine Europa-Ausgabe mitten in der kroatischen Stadt.